So, hey, willkommen zur Grundriss Challenge 42 mit dem Tiny House. Ich bin Daniel von SimFans.de und Ziel ist es, innerhalb der Regeln diesen Grundriss hier weiterzubauen, einzurichten und das Grundstück mit der Community zu teilen. Ja, und dieses Mal haben wir ein Tiny House, denn die Kanalmitglieder durften abstimmen. Was ist denn das Thema der nächsten Challenge? Und da hat das Tiny House gewonnen mit vordefiniertem Grundriss als Zusatz. Ja, ihr benötigt nur das Basisspiel, wenn ihr mitmachen wollt. Und ja, heute stelle ich euch die Regeln vor, wie ihr da mitmachen könnt. Auch gibt es so ein paar Infos. Ihr, wie gesagt, benötigt nur das Base Game. Aber wenn ihr Packs und Sets habt, dann dürft ihr die auch verwenden. Kein CC. Aber es gibt dafür kein Simoleons Budgetlimit. Alle Regeln und Infos gibt es auch nochmal in der Videobeschreibung zum Nachlesen, ne, falls es euch jetzt zu schnell geht. Ja, das Thema ist Tiny House. Überlegt euch was Kreatives zu diesem Thema, also wie ihr auf dem engsten Raum sinnvoll, aber effektiv den Grundriss einrichtet. Idealerweise nutzt ihr auch die hohe Wandhöhe aus, die ist nämlich auf der höchsten Stufe dieses Mal. Und wir gucken jetzt mal rein, wie der Grundriss aussieht. Ja, es ist wirklich ein Tiny House, also es ist sehr eng und ich habe so ein paar Challenges auch noch eingebaut. Wir haben eine Rundung drin, sorry, ja, das muss sein, aber nicht so viele dieses Mal. Und hier gibt es auch schon ein Räumchen, wie ihr das verwendet, das ist euch überlassen, aber das muss so bleiben, wie es hier ist. Und zwar muss alles so bleiben, wie es hier ist. Also alles, was ihr seht, dürft ihr nicht ziehen, entfernen oder irgendwie ne, ergänzen oder sonst irgendwas machen. Also keine Wände ziehen, keine Plattformen oder Platten oder sonst irgendwas, ne, ergänzen, verändern, in der Höhe ändern und so weiter. Also das muss alles so bleiben, was eben hier so da ist. Natürlich dürft ihr Farben und Texturen ändern, also Wandbelege, zum Beispiel Bodenbelege, Fundamenttexturen hier, ne, dürft ihr auch ändern, wenn ihr das wollt. Aber im Großen und Ganzen muss der Grundriss quasi gleich bleiben. Das ist also gesetzt. Ihr dürft auch andere Wandtools nicht verwenden, um was zu ergänzen. Also wie gesagt, keine zusätzlichen Wände, innen wie außen. Keine Treppen, keine Platten. Sorry, leider keine Dachterrasse dieses Mal. Leitern sind da leider auch mit einbezogen. Also ja, ihr dürft... Wo sind wir jetzt? Genau, keine Platten, keine Keller, keine Pools, keine Plattform, Fundamente und Räume und das Geländetool auch nicht, sowie auch Decken und Bodenplatten, ne, durchstanzen oder zu ergänzen. Also diese Platten hier, ne, meine ich damit, die dürft ihr nicht einfach ausstanzen oder sowas. Das muss auch alles so bleiben und ihr dürft auch keine weiteren ergänzen davon. Ja, es gibt eine Besonderheit dieses Mal. Wir haben einen definierten Grundstückstyp und natürlich ist das hier ein Wohnhaus. Also dieses Mal seid ihr ein bisschen eingeengt hier, aber auf Wohnhaus möchte ich das hier trimmen. Und in diesem müssen die Bedürfnisse von zwei Sims erfüllt werden können. Also sprich, das heißt auch zwei Betten, es gibt kein Bettensharing. es müssen zwei Betten rein, beziehungsweise ein Doppelbett oder Stockbett, ne? Das ist natürlich auch erlaubt, wenn da zwei Betten im Stockbett dabei sind. Und die sind nötig, ne? Also die müsst ihr irgendwie integrieren. Und Objekte zum Erfüllen der Bedürfnisse, zu allen Bedürfnissen. Sozial ist ja da so ein bisschen außen vor, ne? Das können die Sims untereinander. Aber fürs Einrichten, also ihr müsst quasi Objekte reinsetzen, damit das Bedürfnis Hunger, Harndrang, Hygiene und Spaß erfüllt werden kann. Also die müssen auch zugänglich sein, die Objekte, die dürfen nicht irgendwie verstellt sein oder sonst irgendwie was. Und das muss innerhalb dieser zwei Räume sein. Ihr dürft nicht irgendwie hier auf diese Plattform oder auch in den Garten da irgendwas reinstellen. Also es muss innerhalb dieser zwei Räume hier, müssen diese Objekte für Energie, Hunger, Harndrang, Hygiene und Spaß integriert werden. Können auch Kombi-Objekte sein. Ich würde auch gern sehen, wie ihr diese hohe Raumhöhe hier ausnutzt dieses Mal. Also das ist so eine Zusatzchallenge, würde ich jetzt nicht sagen, müsst ihr unbedingt irgendwie. Aber ich würde gerne sehen, falls ihr Ideen habt, wie man diese Raumhöhe hier ausnutzen kann, was ja die höchste hier ist. Schon speziell. die Gartengestaltung ist nur die Kür und nicht Teil der Challenge, schon mal ganz deutlich, ne? Also falls ihr noch Lust und Zeit habt, könnt ihr den Garten machen, ist aber auch okay, wenn ihr gar nichts im Garten macht. Es geht wirklich um den Grundriss und diesen, wie gesagt, möglichst sinnvoll oder effektiv eben einzurichten. Das ist so die Challenge, denn wir gucken uns an, was ihr da draus macht. Und das ist dann da das Thema dabei. Es muss ein 20x30 Kästchen großes Grundstück bleiben. Ne? Das Haus zu verschieben oder zu drehen ist nicht erlaubt. Also hier oben das hier, ne, das dürft ihr nicht irgendwie verschieben oder irgendwie drehen oder sowas. Das dürft ihr nicht. Das muss hier bleiben an dieser Position. Ihr könnt das hier nehmen. Ich habe das hier in Oasis Springs genommen. Das Grundstück, falls ihr das auch nehmen wollt, dort gucke ich mir das nämlich an.
im Showcase-Stream. Der ist in frühestens 10 Tagen, eher 13 Tagen nach Upload dieses Videos, voraussichtlich übernächsten Freitag, also in knapp 2 Wochen der Freitag. Und ja, da gucken wir uns das an. Alle Termine findet ihr auch nochmal im Sendeplan. Und wie könnt ihr jetzt mitmachen? Das ist ganz einfach. Achso, übrigens noch, ne? Alles, was ich hier nicht gesagt habe, beziehungsweise in der Videobeschreibung steht, das dürft ihr machen auch, ne? Und legt die Regeln gerne kreativ aus, aber ja, ihr dürft sonst alles machen, was hier nicht genannt wurde. Wie könnt ihr jetzt mitmachen? Ihr geht einfach in die Galerie, ne? Also ihr geht auf irgendein Grundstück natürlich erstmal, über die Weltenkarte ist immer ein bisschen schwierig, also irgendein Grundstück 20x30, dann geht ihr in die Galerie und dort sucht ihr nach dem Hashtag Grundriss-Challenge 42, ne? Alles zusammengeschrieben, ist egal, Groß- und Kleinschreibung, das sucht ihr und dann findet ihr dieses Grundstück hier in der Galerie und das platziert ihr dann eben auf eurem Grundstück, ne? Und dann habt ihr das hier, ne? Dann richtet ihr das ein, ergänzt alles, was ihr wollt, was man braucht, innerhalb der Regeln, die könnt ihr euch daneben legen oder, ne? Wenn ihr dann fertig seid, dann ladet ihr eure Kreation wieder hoch in die Galerie. Ganz wichtig ist es dann, das hier als Grundstück natürlich zu speichern. Und dann hier im Beschreibungsfeld den Hashtag Grundriss-Challenge 42 reinzuschreiben. Das ist wichtig, die anderen Hashtags, ne, habe ich nur reingemacht für meine Shell. Aber diesen Hashtag müsst ihr hier auch ins Beschreibungsfeld reinschreiben, damit das nämlich von allen anderen auch gefunden wird. Denn wenn man dann nach diesem Hashtag auch sucht, findet man dann auch die Kreationen der anderen in der Galerie. Ja, dann könnt ihr auch diesen Hashtag nutzen auf Social Media wie Instagram in der Story oder so. Und wenn ihr mich dann auch noch markiert, als Simfans, dann könnt ihr, dann sehe ich das auch, oder simfans.de ist das auf Instagram, glaube ich, und mich markiert, dann teile ich eure Kreation dann auch gerne in der Story. Und ihr könnt natürlich in der Galerie dann auch unter dem Hashtag Grundriss-Challenge 42 die Kreation der anderen herunterladen und liken. Denn es ist ein Teil von diesem Showcase-Stream, wo wir uns eure Kreation dann angucken. Ist nämlich auch die Top 5 Favoriten von euch. Die werden auf jeden Fall auch gezeigt. Und ja, alles Weitere in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank euch. Ich bin gespannt, was ihr da draus macht. Und ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich bin wirklich gespannt. Es wird wieder super toll. Bin ich überzeugt von. Vielen lieben Dank euch. Euer Daniel. Macht's gut. Tschüss.